Ja. So, die CDU-CSU-Fraktion tauscht ebenfalls den letzten Redner aus. Deswegen erteile ich das Wort der Abgeordneten von der Leyen. Bitte schön. Herr Präsident, meine Damen und Herren, das, was Sigmar Gabriel hier abgeliefert hat, war gerade das Armutszeugnis von 11 Jahren SPD-Beteiligung in der Bundesregierung. Das haben Sie gerade hier richtig beschrieben. Wo ist er überhaupt? Herr Gabriel, wo sind Sie? Wo ist Herr Gabriel? Wo ist er? Okay, sehr schön. Wo ist der Abgeordnete Gabriel? Da. Herr Gabriel, das, was Sie eben beschrieben haben, alles, was Sie verlangt haben, das hätten Sie in Ihrer Regierungszeit auf den Weg bringen müssen. Stattdessen mussten wir hier Ihre Hartz-IV-Gesetzgebung in den 11 Monaten, in den 12 Monaten, in denen ich jetzt Arbeitsministerin bin, musste ich zweimal ein Bundesverfassungsgericht umsetzen, das Ihre Gesetzgebung in Grund und Boden verurteilt hat. Sie haben die Jobcenter nicht richtig auf den Weg gebracht. Wir haben die Agenda 2010 mit Ihnen unterstützt. Aber heute korrigieren wir die Fehler, die Sie als Bundesregierung auf den Weg gebracht haben. Immerhin war es in der Verantwortung des Bundeskanzlers Schröder, dass das auf den Weg gebracht worden ist. Und ein zweites. Ich fand richtig, dass das Ganztagsschulprogramm für Deutschland entwickelt worden ist. Jawohl, das ist in Ordnung gewesen. Aber danach, in der nächsten Legislatur, bedurfte es einer Unionsministerin, um dafür zu sorgen, dass die Krippen in Deutschland ausgebaut werden, mit der Hilfe des Bundes. Auch das gehört zur Wahrheit mit dazu, meine Damen und Herren. So, und heute, wenn wir nicht überall im Land Ganztagsschulen oder vernünftige Kindergärten haben, dann ist es die Aufgabe des Bundes, der Bundesregierung, für die Fürsorge der Kinder dafür zu sorgen, dass die Kinder ihre Teilhabe beim Mittagessen, dass die Kinder mitmachen können in den Vereinen und Verbänden, dass die Kinder bei den eintägigen Schulausflügen mitmachen können. Meine Damen und Herren, wir haben die Möglichkeit geschaffen, dass diese Kinder endlich den Zugang zu Lernförderung haben, dass sie den Zugang zu Bildung haben, dass sie mitmachen können, wo die Gleichaltrigen sind. Hier ändert sich jetzt was in Deutschland für diese Kinder. Und Herr Gabriel, Sie sind ja so empfindlich. Herr Trittin, nehmen Sie sich bitte. Sie sind ja so empfindlich. Sie sind ja offensichtlich so empfindlich, weil Ihnen dieses wehtut, dass Sie merken, wir hätten besser für die bedürftigen Kinder sorgen müssen. Jetzt lasst uns doch mal... Frau von der Leyen, darf ich Sie einen Moment unterbrechen? Es ist entscheidend, was der Präsident sagt, nicht was an der Tafel steht. Erstens. Zweitens kann natürlich jede Fraktion als Redner vorschlagen, wen sie vorschlagen möchte. So genauso hat die SPD den Redner gewechselt, wie jetzt die CDU-CSU. Und ich habe jetzt gebeten, dass die Geschäftsführer anschließend kurz hierher kommen, dass wir noch eine Kurzrunde machen. Ich bestimme jetzt, wie das weitergeht. Und ich muss Sie bitten, sich so zu benehmen, wie es hier der Situation angemessen ist. Ja. Und jetzt bitte ich Frau von der Leyen fortzusetzen. Bitte schön. So, meine Damen und Herren. Es ist ja ein gutes Zeichen, wenn die Emotionen so hochkochen, wenn wir zum ersten Mal ausführlich... Da merkt man, Herr Trittin, wie wenig ernst es Ihnen ist mit der Fürsorge für die bedürftigen Kinder.
Auseinandersetzung um die Sache selber. Vielleicht dies als letzten Satz. Ich freue mich, dass wir mit solch einer Begeisterung, Leidenschaft, vielleicht auch Kritik endlich in Deutschland darüber reden, wie wir für bedürftige Kinder die Chancen in ihrem Leben und den Zugang zur Bildung verbessern können, meine Damen und Herren. Das ist das Ziel dieses Gesetzes. Und wenn dieses Gesetz allein diese Debatte in Deutschland auf den Weg gebracht hat, dann ist es das alles wert, meine Damen und Herren. Wir werden weitermachen. Wir laden Sie ein. Kommen Sie mit ins Boot. Tun Sie etwas für das Bildungspaket, dass es auf den Weg kommt. 700 Millionen Euro für die bedürftigen Kinder. Das hat es vorher so noch nicht gegeben. Packen wir es an, dass wir in diesem Land tatsächlich auch Chancengerechtigkeit für die Kinder herstellen. Vielen Dank. Ja, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, zunächst eine Regel steht fest, Frau von der Leyen. Das letzte Wort in einer Parlamentsdebatte hat das Parlament und nicht die Regierung. Dafür müssen wir sorgen. Zweitens, ich fand den Streit vorhin zwischen Ihnen, Frau von der Leyen, und Ihnen, Herr Gabriel, wer einen größeren Schuldanteil an dem verfassungswidrigen Gesetz hat, völlig falsch. Ich finde das auch ein bisschen ein Hohn für die Betroffenen. Sie haben das Gesetz eingebracht, Sie haben es im Bundesrat verschlechtert und nachher haben Sie es alle zusammen beschlossen. Das ist die Wahrheit. Und deshalb tragen Sie auch gemeinsam die Verantwortung dafür. Aber jetzt diskutieren wir eine andere Frage, nämlich die Frage der Chancengleichheit von Kindern. Und ich sage Ihnen, bei zwei Neugeborenen liegen schon 1000 Welten zwischen deren Chancen. Und nicht mal die FDP kann einem Neugeborenen, der ist ja gerade erst rausgekommen, vorwerfen, dass er Leistungsdefizite zu vertreten hätte. Und deshalb sage ich Ihnen, Chancengleichheit werden wir in erster Linie über die Bildung herstellen. Ich will jetzt nicht darüber reden, was Sie im Osten alles für Einrichtungen geschlossen haben. Aber ich will etwas dazu sagen, dass Sie leider wieder zusammen das Grundgesetz geändert haben. Und dadurch sind allein die Länder zuständig. Und ich sage Ihnen, 16 Schulsysteme in Deutschland, das gehört ins 19. Jahrhundert. Das hat mit dem 21. Jahrhundert nichts zu tun. Das gehört in die Zeit der Postkutschen. Wir brauchen ein Top-Bildungssystem von Mecklenburg-Vorpommern bis Bayern, sodass alle Kinder, auch die der armen Leute, Chancen haben, topgebildet in dieser Gesellschaft zu werden. Dankeschön.